Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nico Pflanzenforschers Kanal. Und wie es jetzt weitergeht in der Pflanzenserie, ich habe mal ein paar Tage kurz Pause gemacht und werde jetzt immer kurze Videos in Abschnitten drehen, damit ich immer nach und nach kontrollieren kann, wie sich das Ganze so weiterentwickelt. Und ja, ohne viel Druck selbst machen zu müssen. Ja. Also hier kann man das Gras ungefähr nach anderthalb Wochen sehen. Es ist mächtig, mächtig in die Höhe gewachsen. Kräftig dunkelgrün. Eine kräftige Grünmasse hat sich hier entwickelt in kürzester Zeit. Also das ist der absolute Wahnsinn, wie schnell sich diese Grünmasse hier entwickelt hat. Das ist schon super. Ich zeige es mal. Hier ist die abgeschnittene Stelle und die ist auch super schnell nachgewachsen. Wenn man sich vorstellt, dass das... Wahnsinn, ja. Mal hier, Mann. Wie schnell das ab... Also, das ist der absolute Wahnsinn, dieses Gras. Kann man das für Altein, für Vögel, Tiere, wie ich das mal gesagt habe. Also, das ist der absolute Wahnsinn. Also, auf dieses Experiment, das kann ich für jeden empfehlen, das funktioniert zu 100%. 100%. Ja... Also ich weiß nicht, wie hoch dieses Gras noch wird. Also da bin ich schon echt neugierig, um ganz ehrlich zu sein. Ja, das sieht aus wie so ein richtiger Urwald, finde ich. Also so dicht, wie es wächst und so prima. Und zu zuverlässig grün, das ist der absolute Wahnsinn, ja. Ja, das war schon mal das Update zu diesem Gras. Hier drinnen. Dann kommen wir mal zur Bohne, die ich als Experiment hier drin gelassen habe. Die hat ein unterirdisches Wurzelwerk entwickelt, was ziemlich kräftig ist. Sehr, sehr kräftig. Und ja. Und ist auch sehr, sehr stabil. Also, wie die anderen Bohnen auch. Die sind auch super gewachsen. Hier sehen wir die Energiereserve von der Bohne. Hier. Das ist echt schön gewachsen. Genau. Der eine Orchideenbaum, der hat es leider nicht geschafft, wie ihr sehen könnt. Die Wurzel ist hier fast abgefault, also das ist schon mal nichts geworden. Aber der andere Baum ist immer noch kräftig grün. Ja, da kommt ein Sämling von einer Melone rausgewachsen. Das ist schon mal sehr schön zu wissen. Genau, und wie ich sehe, kommen jetzt einige Keimlinge von der Mimose nach, die ich ungefähr nach einer Woche gepflanzt habe. Also hier fängt einer, da kommt einer raus. Ja. Das ist nicht so schön. Man kann ihn erkennen. Jetzt kann man ihn sehen. Also hier kommt jetzt ein Samen raus. Hier ist einer vor 2 Tagen frisch rausgekommen. Hier auch. Und da kommt sogar noch einer rausgeschoben, wie ich sehe. Also die schieben sich nach und nach raus, ein Samen nach dem nächsten. Hier kann man es erkennen. Hier kann man es da sehen. Also die Mimose keimt wunderbar, kann ich sagen. Keimtest zu 100% bestanden. Und das sind die allererst, die ich eingeweicht habe im Wasser. Die sind relativ schnell gekommen. Die haben länger, nicht so lange gebraucht wie die anderen Mimosen. Aber das ist schon mal gut. Die entwickeln jetzt ihre ersten Blattpaare, wie man sehen kann. Wie man sehen kann, die ersten Blattpaare entwickeln sich hier. Also es ist eine recht hübsche Pflanze. Genau. Dann gucken, da sind da wahrscheinlich noch mehrere Flitzchen. Ja, da kommt hinten. Jetzt kann ich Ihnen zeigen, den einen Keimling. Von diesen unbekannten Samen habe ich da reingestellt. Der hier. Der wächst prima aus seiner Hülle heraus. Er kommt bald aus der Hülle raus, dieser Sämling hier. Ich bin so gespannt, was das für eine Sorte ist. Ich habe die mitgebracht aus Teneriffa, aus dem Land der warmen Gefilden, sage ich mal so. Also das sieht recht interessant aus. Und daneben der hier, der kommt, wächst auch super. Also sehr, sehr kräftig. Ich bin so gespannt, wann die sich diese Erdnussbutterblume öffnet. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, und jetzt zeige ich mal kurz das System
wie das aussieht mit vielen Wurzeln. Jetzt da unten. Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich muss mal schauen. Vorsichtig, so. Man kann hier die, Ah, jetzt sieht man sie. Hier sieht man überall Wurzeln, die sich jetzt entwickeln. Das ist schon mal sehr schön zu sehen. Genau. So. Wenn euch dieses kurze Video gefallen hat, gebt mir ein Like, einen Daumen, abonniert mich weiter, unterstützt mich nach Belieben, ja, indem ihr diese Videos schaut. Das ist echt gut für die Liste, also für die Aufrufeliste. Also wenn ihr genug guckt und es zu Ende guckt und wenn euch das wirklich interessieren sollte, was ich hier tue, dann ja, dann könnt ihr mir helfen dabei und ja. Bis denn, euer Nico Pflanzenforscher. Das ist echt toll, mit euch zusammenzuarbeiten und die Pflanzenentwicklung weiter voranzutreiben. Das ist echt super. Thank you.